So, da bin ich wieder. Mal sehen, ist hinten am Laster vielleicht noch so ein Ding? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Nö, nö. Nö, hinten war bloß dieses Relikt und es ruckelt wieder wie Sau. Ah, wieso ruckelt es? Die ganze Zeit lief es doch gut. So. Komme ich eigentlich in ein neues Gebiet? Nein, komme ich nicht gut. Nicht, dass ich jetzt darüber rutsche und dann in ein neues Gebiet. Ah. Okay. Aber hier ist nichts. Gut. Ich dachte schon, ich stürze gerade wieder in den Tod, aber das war ja da doch nochmal gut gegangen. Sowas kann jetzt nur noch auf dem Boot sein. Ich hätte gerade Angst, dass ich aus in der Ferne gerade wieder diesen Riesen gesehen hätte, aber nein, dem war nicht so. Ist das da oben gleich was? Nein, das ist bloß ein Fetzen Stoff. Okay. Das ist die einzige Leiche, die hier ewig liegen bleibt, oder? Spiel, hör auf. Du hast die ganze Zeit auch nicht geleckt. So, gehen wir erstmal rechts lang. Sonst gehen wir ja immer links lang, deshalb gehen wir diesmal rechts lang. So, ist hier irgendwo noch was? Ist hier überhaupt irgendwas? Ne, hier kommen wir bloß von dem Schiff, hä? Also von dem anderen Hälfte, die gerade sinkt. Okay, dann gehen wir doch erst dann halt links lang. Ist hier irgendwo was? Ich sehe bis jetzt noch nichts. Hat Lara... Oh Gott, Spiel. Hat Lara sowas in ihrem Zimmer hängen? Wenn ja, da frage ich einfach mal nicht die Logik. Aber nein, hat sie nicht. Okay. Hier ist nichts. Okay, da muss es ja drüben eigentlich irgendwo sein. Bloß wo? Überhaupt nichts. Ist da oben was? Nein. Ist hier was? Nö. Drüben? Komm ich da drüben hoch, ne? Denn ja echt nur im Bunker irgendwo sein. Oder ist hier irgendwas, was ich nicht sehe? Nö. Was da oben hatten wir ja? Alle Wände abgucken. Das ist, ich finde keine Worte dafür. Und wieder durch die Wand gucken tue ich hier nicht, ne? Ist ja auf der anderen Seite was ist. Nö. Gut. Nichts. Nichts.
Sicherheitshalber gucke ich nochmal hier unten, nicht, dass ich hier was übersehe und dann nochmal hier hinlatschen muss. So, in dem Zimmer war hier ja auch nichts, ne? In dem Räumchen. Ohne Sinn. Außer, dass hier mal Munition lag. Gut, schon blöd. Dann nichts wie weg hier. So, jetzt runter. Nichts. Ich sehe, was an den Säulen versteckt wäre, weil das wäre obermies. Da guckt ja keiner nach. Nö. Also ich sehe hier unten nichts mehr. Ich hoffe einfach mal, hier ist auch nichts weiter. Jetzt. So, hier müsste noch irgendwas sein, oder? Zumindest könnte ich mir das extrem gut vorstellen, aber anscheinend nicht. Doch! Erwischt. Flaggen verbrannt. Juppidu. Hey, hier kann man hoch. Oder? Mach mal ein bisschen Licht, Lara. Wow, die Tür, die ist tief in Schwarz. Ach, jetzt sieht man was. Hören könnte, könnte man hoch. Zumindest siehst du extrem danach aus. Nein, es sieht nur danach aus. Okay. Gehst du eigentlich schon wieder ins neue Gebiet rüber? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber eigentlich kann doch hier das nur hier drüben sein. Wieder schon wieder zurück. Ja, ne? Es müsste eigentlich nur da drüben sein. Puh. Dann gehe ich noch mal kurz ins andere Gebiet und gucke, ob ich da noch irgendwie die Mine oder das Grab finde. Falls ich da auch ewig bräuchte. Dann würde ich kurz nachsehen, obwohl ich das eigentlich ungern tue, aber ja, ich will ja auch nicht 4 Stunden lang suchen. Das ist auch ungünstig fürs Let's Play. Und außerdem möchte ich euch ja zeigen, wo das alles liegt. Ich möchte es auch gerne wissen. Weil, ich sag mal so, ich hab ja alles eigentlich auch selber gefunden bis jetzt. So, jetzt bin ich wieder im Strand. Mit Schiffswrack. 2 Geocaches. Da ist das eine. Und wo ist das andere? Ach, das ist da drüben. Ah, okay. So, das eine war hier oben, ne? Da mit dem Seil da hoch. Okay. Loslassen. Danke. So, wo hier hinter mir? Über mir kann nichts sein, also kann es nur unter mir irgendwo liegen. Ja, tut's auch. So. Hier war ja eigentlich auch das eine Grab, ne? Ja, war es, glaube ich. Ich bin mal kurz weg, bin gleich wieder da. So, Leute, da bin ich wieder. So. Da war der Fernseher noch an. Okay.
Und ich gehe noch mal kurz zurück, denn ich habe noch mal kurz nachgeguckt, wo diese Flagge denn ist. Und ja, ich weiß nicht, was sie in diesem Gebiet gemacht haben, aber sie haben sich ausgelassen an Sachen, die echt nicht so sein sollten, vom Schwierigkeitsgrad her. Aber naja, bin ich jetzt so hoch? Müsste nicht hier eigentlich so ein Ding sein, dass ich da rüberkomme? What? What? Zieh ich mal kurz hoch. What? Ja, war doch. War hier nicht. Ich könnte schwören, hier war. Also, ehrlich zu sein. Mädel. Mich gerade in der Höhe? Zum. Ich bin doch hier richtig. Hier durch? Da drauf? Rhetorisch müsste ich dann darüber kommen. Geht's ja nur hoch. Nee, fehlt doch. Okay, Moment, das überprüfen wir mal kurz. Stört's mal kurz Laranton tot, tut mir leid, aber das muss ich jetzt mal kurz testen. So, bin ich wieder hier. Okay. Dann wieder da hoch. Und darüber. So, genau. Warum war das gerade nicht da? Kann es sein, dass ich jetzt hier am Ende meines Displays noch die ganzen Bugs finde? Ist ja interessant, dass du gerade nicht da warst, Kollege. Jo. So. Jetzt müssen wir leider nochmal da unten durch. Nützt leider nichts. Ist ja, wie gesagt, die Ene-Flagge müssen wir halt noch holen. Ich glaube, da drüben ist eh nochmal ein Schnellreisepunkt, oder? Nicht? Ich dachte, einer davon wäre ein Schnellreisepunkt. Naja. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie hat derjenige, der das gefunden hat, entweder hat das irgendwo in einem Lösungsbuch nachgelesen oder. Einige suchen an den unmöglichsten Stellen. Ich für meinen Teil hätte da nie gesucht. So, jetzt lassen wir nochmal darüber. Ein Glück, dass es alles hier nicht leckt. Wie lange spiele ich das Spiel schon? Und wieso versuche ich immer noch mit Umschalt schneller zu laufen? Oder schneller zu klettern? Ich weiß es nicht. Und zum Glück sind wir nicht so weit entfernt. Hör auf zu ruckeln, Spiel. Bitte. Danke. Marcel, ganz ruhig bleiben, nicht zu schnell springen wollen.
Ich habe auch Angst, dass während der Kletterpassage mir noch meine Tastatur alle geht. Ich denke mal, sie wird das hier noch aushalten. Die Aufnahmesession. So, da hoch noch. Zack, zack, zack. Da, 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 da. So, hier müssen wir noch durch. Wow, Spiel, please. Don't do this. So, jetzt müssen wir kurz nochmal da hoch. Den Weg kennen wir ja mittlerweile auswendig, ne? Zum Glück hat es nichts mit dem komischen Leuchtdinge da zu tun, hinter mir. Sondern ist ganz, ganz woanders. Ihr werdet gleich euch auch an den Kopf greifen, so wie ich es getan habe. Zumindest könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Oh, Spiel, warum denkst du denn? Ernsthaft. Es ist immer nur am Ende der Aufnahme so. Am Anfang läufst du so schön flüssig. Hoch. So, jetzt aufpassen. Aufpassen. Zack. Da oben. Yep, ihr seht richtig. Da oben. Ja, das dachte ich mir auch. Was zum Teufel? So, bitte lass es hier ein Schnellreisedinge sein. Bitte, 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 bitte. Nein, okay. Dann können wir das immerhin nochmal nutzen und bauen gleich hier was aus. 100, 100. Machen wir erstmal das Maschinengewehr auf 100. Splittergranate. Präzisionslauf. Aktive Geschwindigkeit so. Schaden hält. Ja, Schaden. Was ist das? Schalldämpfer. Oh, Schalldämpfer ist zwar ganz geil, aber habe ich gerade keine Punkte für. Also haben wir wahrscheinlich vor uns irgendwelche Punkte für die Schrotflinte bekommen. Lauf an der Geschütze, die Schaden erhöht. Erhöhte Schussfrequenz. Machen wir einfach das. Ich meine, wir wollen ja eh alles ausbauen. So. Und ich würde sagen, ich laufe mal kurz offscreen zurück, weil das möchte ich euch nicht antun. Ich wollte euch bloß zeigen, dass das da oben ist. Okay, und wir sehen uns dann gleich drüben im anderen Gebiet wieder. Bis dann!